So, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend. Man weiß ja auch so Chaos-Events nicht so genau, wann die Leute aufstehen, wann sie ins Bett gehen. Zu den Lightning Talks, herzlich willkommen. Das hat sich jetzt doch relativ kurzfristig ergeben, dass es doch einen Slot gibt und ich freue mich, dass tatsächlich auch noch Leute gekommen sind. Ganz kurz zu den Regeln. Lightning Talks ist so der Slot, wo alle Leute einfach hingehen können und irgendwelchen Stuss labern, den sie mal loswerden wollten. 10 Minuten. Mit Präsentation, ohne Präsentation, auf Englisch oder auf Deutsch, völlig egal. Und aber nach 10 Minuten wird man dann quasi abgewürgt und der Nächste ist dran. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit der ersten Präsentation über GNU-Net. Bitte schön, einmal Applaus. Geht das? Ja. Also hier GNU-Net, let's make a GNU one. Ich habe ja hier gerade einen Vortrag gehalten, weiß nicht, ob jemand da war, da habe ich gesagt, dass ich das eine Kapitel jetzt einfach noch als Lightning Talk mache. Das ist hier in dem Zusammenhang Metadatenschutz. Und zwar, der Vortrag vorher ging über PEP, Pretty Easy Privacy, Privacy by Default, wo wir eben uns um die Verschlüsselung kümmern, eben Massenverschlüsselung ausrollen wollen und jetzt dann als nächstes eben auch die Metadaten schützen wollen. Und das wollen wir mit GNU-Net machen. Weil eben Verschlüsselung ist nicht alles, Metadaten bleiben sichtbar. Ich erkläre das meistens erstmal so, dass wir so eine Art Internet 1.0 haben in den 70er, 80er Jahren, wo jeder meint, war so, oh geil, ich kann hier auf andere Computer zugreifen und die können auf meinen Computer zugreifen. Das ist ja genau super, so wie man das gedacht hat. Heutzutage ist man eher so, oh ja, ich kann auf andere Computer zugreifen, aber was, die können auch auf meinen. So war das mal gedacht und so ist das halt immer noch. Und was wir brauchen, ist das voneinander zu trennen. Wir brauchen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierung der Datenwege. Dass es eben nicht mehr 70er, 80er Jahre Standard ist, sondern dass das auch mal ins 21. Jahrhundert geht. Weil das Netzwerk weiß viel zu viel. Aber ich gehe jetzt mal direkt hier eben ins GNU-Net, dass die Tagline von GNU-Net ist, you broke the Internet, let's make a GNU one. Und die Beschreibung ist, ein Mesh-Routing-Layer für Ende-zu-Ende verschlüsseltes Netzwerken und ein Framework für verteilte Anwendungen. Es ist designed, um den alten, unsicheren Internet-Protocol-Stack zu ersetzen. Das erste White Paper von der GNU-Net-Gruppe gab es in 2002, damals ging es nur um sicheres File-Sharing, ist seitdem aktiv verfolgt worden im akademischen Umfeld, da gibt es so Forschungsgruppen und Doktorarbeiten und noch und nöcher und lauter so Zeug. Und jetzt, ne, 15 Jahre später, ist es jetzt auch mal so weit, dass man anfangen kann, das so ein bisschen zu benutzen, zumindest so als Hardcore-Nerd. Und dazu möchte ich euch gerne einladen. Und dazu erkläre ich euch jetzt erstmal, was dieses GNU-Net eigentlich ist. Dazu benutze ich hier eine sehr stark vereinfachte Version des Internets. Ihr kennt da vielleicht so ein bisschen die Idee von Layern, ne? Physical Layer steht ganz unten und eben oben ist dann Google, Facebook und Co. Das stelle ich jetzt mal dem GNU-Net gegenüber und fange auch direkt an mit dem Physical Layer. Als Physical Layer macht das natürlich jetzt nicht viel Sinn, anzufangen, irgendwie neue Strippen zu ziehen und zu verbuddeln. Dann können wir das gleich lassen. Was übrigens nicht heißt, dass man deswegen nicht an Freifunk und so Ähnlichem weiterarbeiten soll, aber was wir eben als Physical Layer betrachten in diesem GNU-Net, sind vorhandene Protokolle. Also so wie HTTP, TCP, WLAN, UDP, SMTP, auch Bluetooth und all die Transportprotokolle, die es bereits schon gibt, werden quasi wie Kabel betrachtet, über die man jetzt die eigenen Daten schicken kann. Da gibt es so zuverlässige Out-of-Order-Packet-Delivery-Semantics, damit es da keine Pattern gibt. Und die sogenannte ATS, Automated Transport Selection, entscheidet, welche Verbindung ich jetzt nehme. Also wenn ich jetzt eine E-Mail verschicke, kann das ja ruhig auch was Langsameres sein. Wenn ich halt ein Voice-over-IP machen will, sollte ich halt was Schnelleres nehmen. So, das ist also das Physical Layer. Dann haben wir als nächstes, so ähnlich wie das Ethernet, den sogenannten OTR-Core. Da wird schlicht eine Off-the-Record-Encryption zwischen den Peers aufgebaut. Die bündelt eingehende Nachrichten, je nach Typ, zum Higher-Level-Subsystem. Und versteckt die Verbindung vor anderen, die eben nicht die gleichen Protokolle sprechen. Was? 10 Minuten? Ich habe vor 3 angefangen. 21.03 war es auf meinem Computer. Okay, dann haben wir das nächste, das ist das Routing, also dezentrales Routing. Da wird so ein R hoch 5 N Distributed Hash Table benutzt.
und eine willkürliche Version von Candemlia, das immer noch effektiv in kleineren Netzwerken ist. Hier auch, ne, man hat sich mal für dieses R5N entschieden, das ist aber nicht absolut und wenn da jemand eine bessere Idee hat, bitte her damit. Hier ist der Kern des GNUnet-Projektes das Transportprotokoll, das heißt CADET. Das ist sowas ähnliches wie das SCTP und Axolotl. Axolotl ist das Signal-Protokoll und bietet eben End-to-End-Encryption. Und hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter, da haben wir dann eben noch so verschiedene Ebenen, die es braucht, um jetzt Anwendungen drauf aufzubauen. Zum Beispiel braucht es für PEP noch Xolotl, das ist eine Mischung aus Sphinx und Axolotl, was eben die Metadaten schützt und eben dieses Lake, das ist eine Weiterentwicklung von Pond für Mailboxes und eben zeitasynchrone Versendungen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja okay, what the fuck, dann habe ich hier diesen kleinen Reim, bei all science and mathematics we know today, all the metadata will be gone that way. Das heißt, einfach dieses Transportprotokoll verschleiert und verschlüsselt einfach mal alles mit der Hilfe von Mathematik. Dann drüber das GNS, das ist total einfach, das ist das GNU-Name-System, das ist einfach so ähnlich wie das DNS, nur es ist dezentral, es ist sicher, es bietet eine alternative Public-Key-Infrastruktur und ersetzt also DNS und X509. Ja, und ist interoperabel mit DNS und man hat eben Query and Response Privacy. Und jetzt haben wir hier dann die Applikationen. Das sind eben noch nicht so besonders viele. Es gibt eben File-Sharing, wie bereits erwähnt. Es gibt SecuShare, da wird an einem Social-Networking-Protokoll oder Applikation gearbeitet. Es gibt ein Ding, das heißt Konversation, das ist Voice-over-IP. Es gibt einen IPv6 zu V4 Translator und Tunnel und eben für PEP würde das Messaging übernehmen. Dann gibt es noch GNUtala, das für Payments und jetzt kann man sich halt irgendwie Sachen ausdenken, die man da bauen kann. Und grundsätzlich gilt eben jetzt, probiert's mal aus, installiert's euch bitte mal. Ich bin jetzt auch fast fertig. Weil eben, ne, das ist jetzt alles teilweise irgendwie 10 Jahre abgehangener Code, das funktioniert jetzt alles so ein bisschen, aber natürlich noch lange nicht einwandfrei. Und damit wir das irgendwie in ein paar Jahren unseren Eltern sagen können, so installiert mal bitte hier Internet 2.0, klick mal den Update-Button und alles ist gut, ne, weil damit haben wir ja wirklich das Problem mal bei der Wurzel bekämpft. Dann können wir halt sagen irgendwie, ja okay, die Leute, die halt immer noch im alten Internet rumhängen, sind halt auch selber schuld, so wir haben jetzt einfach was, was dann so richtig funktioniert und damit das dann auch wirklich funktioniert, müssen das halt auch jetzt einfach anfangen, die Leute auszuprobieren. Bitte das Git klonen und nicht den Release von 2014 nehmen. Es wird hoffentlich im Laufe dieses Jahres nochmal ein Release geben, es gibt das GNU Hackers Meet im Juni in der Schweiz, kann man auch noch mitmachen. Sich da anmelden und so und ich hoffe einfach mal, dass da nochmal ein Release rausfällt, aber auf jeden Fall nicht das Release nehmen, auch nicht das, was ihr irgendwie in Debian mit dem Package kriegt oder so, sondern bitte dieses Git-Repository klonen und dann kann man trotzdem den Instruktionen auf der Webseite folgen in den meisten Fällen. Wenn man irgendwo hakt, kriegt man auf Raute GNUnet, auf Freenode eigentlich immer recht schnell eine Antwort und es gibt auch zig Mailinglisten, wie das so ist bei so GNU-Projekten und dann eben schön bitte die Bugs reporten. Es ist in C geschrieben, es gibt auch eine GNUnet Java, das ist aber noch sehr stiefmütterlich behandelt. Wenn da jemand Bock hat, sich drauf zu stürzen, wäre das total klasse, weil wenn wir uns die Welt anschauen, in 5 Jahren wird keiner mehr von den, ich sag mal, normalen Leuten da draußen noch einen Rechner haben, die werden alle nur noch ihre Smartphones haben. Und dann ist es ganz gut, wenn wir da auch mit Java relativ gut um die Ecke kommen. Jo, dann habe ich jetzt 7 Minuten gebraucht und bin fertig. Jo, vielen Dank, Sva. SVA oder Sva? Sva. Sva, okay. Perfekt, dann können wir jetzt die 3 Minuten zum Umbau nutzen. Oder vielleicht sogar noch kurz Q&A, falls noch irgendjemand was dazu direkt wissen will. Du musst gar nichts umbauen. Das ist total blöd, weil ich habe überhaupt nichts, das ich aufbauen muss. Ach so. Also ich bin auch noch den Rest des Abends hier irgendwo am Rumwuseln und so und ja. Wunderbar. Dann kann direkt der Nächste starten und zwar Florian über das Finanzierungsmodell für unseren Lasercutter. Genau, für unseren Lasercutter. Lasercutters sind cool und man will Lasercutter haben. Ein Leben ohne Lasercutter ist möglich, aber sinnlos. Und das Problem ist, ich hatte einen Lasercutter und musste den zurücklassen wegen Umzug. Das ist ein sehr trauriges Kapitel in meinem Leben.
Und dann bin ich in einen neuen Hackerspace gekommen nach Bamberg. Und das ist ein, ich sage jetzt mal, mittelgroßer Hackerspace mit damals noch so knapp 60 Mitgliedern. Die waren irgendwie 3 Jahre alt damals und hatten keinen Lasercutter. Und da war also die Frage, wie kriegt man den her? Und es hat dann ein Jahr gebraucht, um irgendwie den Raum zu schaffen und aufzustellen, also sich nochmal einen Raum zu allokieren, den zu renovieren, den anderen Raum, wo der dann rein soll, die Wand rauszureißen, den zu renovieren, neuen Boden reinzugießen und so weiter und so fort, was man halt so braucht. Und dann stellt sich das Problem, ja, man kann den ja kaufen, das Problem ist, der kostet Geld. Und zwar so ernsthaft Geld, so 10.000 Geld. Und dann guckt man auf das Vereinskonto und stellt fest, das ist da irgendwie nicht drauf. Und was macht man dann? Und da wollte ich heute ein bisschen was drüber reden für andere Leute, die auch dringend noch einen Lasercutter brauchen und noch nicht wissen, wie sie ihn bezahlen sollen. Normalerweise gibt es ja 2 Sachen, die man so macht. Die eine Möglichkeit ist, man macht so ein Crowdfunding und man sagt so, wer hat ein Geld übrig? Das Problem ist, bei 10.000 Euro hört bei vielen Leuten das Spielgeld irgendwie auf. Also mal so 300 Euro für irgendwie eine Strickmaschine zusammen zu quatschen, das geht ganz gut. Aber irgendwann ist da halt Schluss. Wir waren da eigentlich schon im Erfa, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen haben wir da kein Geld beantragt. Ich weiß, das ist mir jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz klar, warum. Also war die Frage, was machen wir stattdessen? Und die offensichtliche Lösung ist, man macht Kapitalismus. Was macht man mit Kapitalismus? Man nimmt einen Kredit auf. Und das Problem ist natürlich, aber wenn du so ein Verein bist, jetzt sowieso den neuen Raum bezahlen musst, also die Miete ist gerade irgendwie 200 Euro im Monat teurer geworden, dann ist die Idee, zusätzlich zu dem ganz vielen Geld, was du brauchst, auch noch Zinsen zu bezahlen, irgendwie blöd. Und das Modell, was ich zum einen von ein bisschen von meinem alten Hackerspace mitgebracht habe, beziehungsweise noch ein bisschen ausgebaut haben, das möchte ich jetzt hier vorstellen. Und zwar, die Überlegung war, wie bekommt man das liebe Geld von den Mitgliedern motiviert, auch tatsächlich in diesen Lasercutter zu gehen. Und wir haben das, die offensichtliche Sache ist eben, wenn du einen Kredit machst, musst du dir zurückbezahlen. Das heißt, du musst irgendwann das Geld auch wieder haben. Die offensichtliche Lösung ist, der Lasercutter muss Geld abwerfen. Und damit muss er natürlich Geld erwirtschaften und damit muss er Geld kosten. Und zwar natürlich pro Minute, wo er läuft irgendwie. Soweit so gut. Dann ist die Frage immer noch, was machst du mit den Zinsen? Und die Lösung, die ich in meinem alten Hackerspace in Oldenburg, die wir da schon gemacht haben, auch mit ein bisschen anderen Modell aber, ist zu sagen, die einfachste Lösung ist, einfach diese Laserminuten, die jetzt plötzlich was wert sind, als Zinsen auszuzahlen. Das hat einen großen Schick, dass die den Verein nichts kosten. Das heißt, man kann ein Modell machen, was den Verein möglichst wenig belastet, aber trotzdem ein Anlagemodell bietet, was irgendwie attraktiver ist wie 0,5% Zinsen, was man so auf der Bank bekommt. Und dann sagst du halt, ob ich jetzt meine irgendwie 1.500 Euro da in dem Lasercutter liegen habe, wo sie irgendwie im Laserminuten abwerfen, oder auf der Bank, wo sie auch nichts abwerfen oder wo sie noch weniger abwerfen, dann werden da, sagen wir mal, andere Geldbeträge irgendwie möglich locker zu machen. Und das hat bei uns ganz gut geklappt. Wir haben da, glaube ich, so 9, 10 Leute, die da irgendwie Geld auf den Tisch gelegt haben, größenordnungsmäßig zwischen 1.500 und 300 Euro. Und da waren die 10.000 Euro relativ zügig zusammen. Was sagt die Zeit? Gut. Dann ist die nächste Frage, wie macht man das mit dem Geld, das wieder reinkommen soll? Das ist ja dann die Frage, das ist halt eine Sache, die typisch ist für so eine Maschine, da musst du halt überlegen, was musst du da kalkulieren. Und wir haben dann überlegt, ja, so 50 Cent für die Minute netto. Das heißt, wenn die Maschine auf den Knopf gedrückt wird und die Maschine durch die Gegend fährt und Sachen, Löcher in Dinge brennt, dann wird das gezählt. Wir haben da auch inzwischen Infrastruktur, das heißt, der spuckt da hinten ein Bit aus, das man ablesen kann. Da gibt es eine Applikation, die das anzeigt, die die ganzen Minuten zusammenzählt, wo man dann das buchen kann. Wir haben eine eigene Applikation, die wir vorher schon für so Getränkefuh genommen haben, wo praktisch so Guthaben verwaltet werden. Das haben wir dann nochmal angepasst. Und das heißt, das ist auch ein Ding, wo dann praktisch die Leute, die Kredit gegeben haben, diese Minuten aufgebucht bekommen und wo man das gegenbuchen kann. Das zweite Problem bei so einer Maschine ist, dann gibt es ja Leute, die können die nicht bedienen. Entweder weil sie halt selten da sind oder weil sie die Anweisung nicht haben oder sonst was. Das heißt, häufiger mal muss man für andere Leute sich an die Maschine stellen. Und das ist natürlich irgendwie, einerseits soll das möglichst viel passieren, andererseits will man da irgendwie das auch nicht die ganze Zeit von Leuten für umsonst verbraten. Das heißt, die Lösung, zu der wir gekommen sind, ist zu sagen, immer wenn für jemand anders gelasert wird, ist die Idee, die jetzt nicht kein Gesetz ist, aber der Default praktisch zu sagen, derjenige, der in der Maschine steht, bekommt die Minuten nochmal.
Und das haben wir so gelöst, dass der praktisch derjenige, für den gelasert wird, muss dann beide Minuten bezahlen. Das heißt, die Minute kostet dann 1 Euro pro Minute. Das hat aber den Schick, dass man praktisch für den Verein ist es transparent in dem Sinne, dass es eigentlich egal ist. Das sind Minuten, die bezahlt wurden. Das heißt, wenn jemand sagt, aber für meinen guten Kumpel laser ich oder sonst was, dann gibt es da keine Regel, wo jemand dagegen verstoßen kann, sondern entweder sagst du halt, du willst die Minute haben, dann muss sie auch jemand bezahlen, weil die ja nachher auch tatsächlich gelasert wird, aber dann auch bezahlt ist. Das heißt, das sind keine Minuten, die irgendwie passieren, ohne dass der Verein da Geld für sieht. Das heißt, die einzigen Minuten, die praktisch gelasert werden, die nicht bezahlt sind, sind einmal die Zinsen, die du auszahlen musst, weil das ist ja, womit wir das ganze Geld eingesammelt haben. Da kommst du halt nicht drum rum, das muss natürlich vorher eingepreist sein. Das hat natürlich den Nachteil, dass die ganzen Leute, die viel lasern würden, da viel Geld reingesteckt haben und dann Minuten haben und natürlich dann nichts bezahlen. Also das ist schmeidert das Einkommen des Lasercutters natürlich schon nicht unerheblich, aber irgendwo muss das ja herkommen. Genau, und für ganz externe Leute, die also irgendwie auch keine Mitglieder sind, haben wir gesagt, da schlagen wir einfach nochmal 50 Cent drauf, einfach weil es geht. Und für die Miete, für die Heizung, für den Strom und so, was ja die anderen Mitglieder ja irgendwie auch bezahlen. So, jetzt habe ich wahrscheinlich noch so 2 Minuten. Das ist im Prinzip das Modell, was wir fahren. Damit fahren wir sehr gut. Haben das Lasercutter jetzt 2 Jahre. Wir haben nach 1,5 Jahren 40% zurückbezahlt. Das Modell hat für mich den großen Schick, dass Leute irgendwie, also ich habe versucht, dann nach einem Jahr zu sagen, so, jetzt muss mal Geld zurückbezahlt werden. Und haben alle gesagt, ach nö, lass mal, da gibt es doch so Studenten, die brauchen das Geld bestimmt dringend. Vielleicht lassen wir den Schalzmeister mal ein bisschen weniger arbeiten, behalte das Geld doch mal, wir hätten gerne lieber die Laserminuten. Das heißt, man kriegt, das ist so ein schönes kapitalistisches Ding, dadurch, dass man das praktisch mit diesem Zinsen hinterlegt, bekommt praktisch dieser Akt, dieses Geld zur Verfügung stellen, auch einen echten Wert. Und wir haben in meinem alten Hackerspace es auch so weit gehabt, dass dann Anteile hin und her gekauft wurden, wo dann Leute sagen, wenn du das Geld brauchst, hier hast du es, ich hätte gern irgendwie die Laserminuten nachher. Also das geht dann schon fast, sind dann schon börsenartige Zustände fast. Genau. Und wie gesagt, wir haben jetzt nach 1,5 Jahren die ersten 40% zurückbezahlt. Ich fürchte, dass wir nach 3 oder 4 Jahren das ganze Projekt dann abgewickelt haben und mein Einkommen an Laserminuten massiv sinken wird, was mich sehr traurig stimmt. 30 Sekunden für Fragen. Das ist ein Großteil intern, aber wir machen ein paar Sachen extern. Also Großteil ist natürlich, die meisten Einkommen ist über Mitglieder. Aber wir haben einige externe Sachen. Wir haben ein Institut, die machen so Sachen für Kinder, so Projekte für Kinder, die lassen größere Sachen lasern, also sich Gehäuse, Frontplatten für irgendwelche Projekte. Wir haben jetzt für die Gastronomie einige Sachen machen, aber wir machen das nicht offensiv als Gewerbe. Aber es kommt halt immer wieder was rein und gerade diese Gravierjobs brauchen relativ lange. Das heißt, wenn da irgendwie jetzt ein Lokal kommt und sagt, wir haben da so dieses großen Fassdeckel, mach da mal eine Gravur drauf für irgendwie 2 Stunden, dann sind halt irgendwie 150 Euro in der Kiste und dann bist du da glücklich. Kommt vor. Gut, das waren jetzt mehr als 30 Sekunden, aber ihr könnt gerne noch Fragen dann direkt noch an ihn stellen. Gut, einmal Applaus, vielen Dank. Als nächstes ist Uwe dran. Mit einem etwas philosophischeren Beitrag, hat er mir gesagt, der dafür aber auch nicht so lang geht. Das heißt, Bühne frei. Vielen Dank. Bei mir geht es um Zufall und Unbestimmtheit in einer durchprogrammierten Welt. In dem Ausmaß, in dem die Digitalisierung alle Bereiche des Lebens erfasst, Kunst, Kultur, Wissenschaft, stellt sich die Frage, ob einmal eine sequentielle Vorgehensweise, die top-down arbeitet, alles kontrolliert und auch den Zufall möglichst ausschließen möchte, der Komplexität der Welt, die nun mal da ist, überhaupt gewachsen ist. Die Evolution hat immer als wichtiges Element den Zufall gehabt. Auch in der Technikgeschichte bedeutet der Zufall viel. Ob jetzt das Penicillin entdeckt worden ist oder die Vulkanisierung des Gummis, immer war der Zufall natürlich bei einem Menschen, der aufmerksam war und der aufgepasst hat und der zuhören konnte, ein ganz wesentliches Element. Die Evolution und der Zufall ist immer auch auf etwas Vorhandenes getroffen. Es war immer ein Zusammenspiel zwischen Zufall und Kontingenz, zwischen den Rahmenbedingungen, die da sind und dem, was sich zufällig ereignet hat.
Mir stellt sich jetzt auch die Frage, muss ich die Programmierung verändern? Ich habe gestern auch einen interessanten Vortrag gehört, da ging es um eine Bottom-up-Programmierung, eine Programmierung, die nicht alles festlegen muss. Und wenn ich sage eine Programmierung, dann meine ich auch eine Gesellschaft, die mit dieser Programmierung arbeitet und leben muss. Vorhin habe ich auch einen interessanten Vortrag über künstliche Intelligenz gehört. Wenn ich den Menschen Lebensbedingungen schaffe, die verschiedene Lebensweisen, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Arbeitsweisen ermöglicht, und es wird sich auch die Arbeitsweise zwischen Stadt und Land ändern, es wird sich sehr vieles ändern, dann gebe ich auch dem menschlichen Maß eine Chance. Wichtig ist, dass Zufall nicht einfach nur als Problem betrachtet wird, sondern auch als Ressource, die mir etwas bietet, was ich vorher nicht kenne. Generell geht es mir auch darum, dass eine der Ressourcen des Menschen die Geschichte ist, sei es jetzt die Philosophiegeschichte oder auch die Kultur. Der Mensch muss sich als mächtig fühlen, als gestaltungsfähig und gestaltungswillig, dass er die Technik nicht einfach erleidet wie eine zweite Natur, sondern sagt, ich kann und will gestalten. Vor ein paar Tagen war in Berlin die Republika. 950 Vortragende, 500 Stunden Programm, soweit ich weiß. Das heißt, der Wille ist da. Das Interesse ist da und mir ist es wichtig, dass Zufall auch ein Teil, sagen wir mal, der Technik wird. Und das war's. Sehr kurzes, prägnantes Plädoyer. Vielen Dank. Dann können wir da auch gleich weitermachen. Wenn niemand Fragen zu diesem philosophischen Statement hat oder dann auch nachher noch drüber diskutieren kann, was mir gerade noch einfällt, ich habe schon Zeitgefühl verloren, war hier ein Vortrag über Failing Rockets, Disintegrating Rockets, genau, wo die hier von der Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier ihr Motto, nee, das Motto der NASA präsentiert hat, das hieß, wir scheitern nicht, wir lernen. Also auch da spielt ja der Zufall rein und vielleicht lernt man da auch ab und zu was dazu. Gut, als nächstes ist dran Benjamin mit einem ganz kurzen Vortrag, hat er gemeint. Ist er hier? Display hier, Mini-Display, genau. Schön. So, muss man jetzt den Beamer vermutlich noch einschalten. Das kann ich von hier gar nicht machen. Kann das die Technik hinten? Ich muss es machen. Okay. Hier Power. Ja, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Das heißt, hat sich der Beamer gerade von selber ausgeschalten und muss jetzt nochmal hochfahren. Aha, oh. Okay. Perfekt. Cool. Sex und Macht und Hacker, ein vorgelesener Text. Es gibt seit einigen Jahren im Chaosumfeld diese immer wieder hochkochende Sexismusdebatte. Manche finden sie wichtig, manche finden sie nervig. Mir kommt dabei ein Aspekt ein bisschen zu kurz, nämlich dass es bei Sexismus und sexueller Nötigung um Macht geht. Es geht da nicht um Sex, es geht um Macht. Und zu Macht haben Hacker ein etwas besonderes Verhältnis. Man kann es an drei Worten zeigen, because we can, weil es geht. Ungewöhnliche Dinge tun, mit Technik spielen, gibt uns Macht, die Nicht-Hacker nicht haben. Dazu muss man keine Pentests machen. Es sind oft kleine Dinge. Alle von euch können ein Beispiel finden, was ihr könnt oder was ihr erreicht habt, weil ihr euch getraut habt, weil ihr nicht zufrieden wart mit dem Status quo, weil ihr es gemacht habt und was eure Nicht-Hacker-Verwandtschaft nie machen würde. Und das ist toll. Ihr könnt damit zeigen, dass das BEA kaputt ist. Ihr könnt Konferenzen organisieren, die besser sind, als sich jemand hätte vorstellen können. Ihr bringt Kindern das Löten bei. Die tollen Projekte, die jetzt gerade im Hackcenter stattfinden, aufzuzählen, wäre für einen Lightning Talk unangemessen lang. Aber es gibt da ein Problem. Vielleicht habt ihr mal gehört, dass Leute in teuren Autos besonders scheiße fahren. Macht korrumpiert. Und so sind mächtige Hacker, genau wie andere mächtige Menschen, manchmal sehr scheiße zu anderen Menschen. Wir müssen es schaffen, die Macht zu genießen, wenn wir sie für was Gutes einsetzen, aber auch zu wissen, dass man mit Menschen nicht Zulu machen kann. Wie gesagt, es geht bei Sexismus nicht um Sex, es geht um Macht. Lass uns über Macht reden.
Vielen Dank. Wow, da kommen ja plötzlich ganz neue Facetten in die Lightning Talks. Also die letzten Male war das halt einfach immer, ja, ich möchte hier mal kurz mein Projekt vorstellen oder ich suche noch Leute, die da mithelfen oder sowas. Oder ich habe hier einen Bug. Gab es ja vorhin auch Lightning Talk zu fragen. Aber dass auch philosophische Beiträge kommen, finde ich klasse. Da ist, glaube ich, noch eine Frage. Oder wollt ihr das am Mikro klären? Oder Personal? Okay. Du sagst, über Macht diskutieren, aber ist es nicht eigentlich die Verantwortung, die mit der Macht kommt, über die man diskutieren muss? Also irgendwie fehlt mir eigentlich... Du musst das Mikrofon so halten, dass du... Genau. Entschuldigung. Ist das nicht eigentlich die Verantwortung, die mit der Macht kommt, über die man diskutieren muss? Klar, natürlich. Aber ich wollte einfach sagen, dass wenn Leute über Sexismus reden, das halt wirklich nichts mit Sex zu tun hat und dass nicht nur Sexismus ist ein Machtproblem, es gibt auch andere Machtprobleme im Club. Ja, Machtprobleme gibt es überall bei genau. der Menschheit, sobald jemand Macht hat und nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Für genau. diese Macht. Genau. Ja. Gut, wir haben noch Zeit, bevor die 10 Minuten um sind. Möchte noch jemand spontan noch dazu diskutieren? Ich meine, solche Diskussionen sind dann immer gefährlich, wenn sie dann eskalieren, aber ganz kurz. Ja? I'm a dumb American. Can you tell me what that was in English? I like just the summary. I wanted to say that sexism is about power. Okay, great. Because it has sex in the word and so people think it has to do with sex, but basically yeah. it's about power. And I wanted to encourage add to the discussion about sexism in the hacker community that sexism is about power and not about sex, and that people should discuss power. Genau, okay. Was das? Dann gebe ich das mal zurück hier. Oder? We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Ja, noch sind wir in der Zeit. Also fühl dich nicht unter Druck. Ne? Ja, genau. Du. Ah, na bitte. Ja, servus. Ich sudere über Passwörter. Aber hoffentlich mit Niveau. Jammern ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung, aber sudern ist jammern mit Niveau. Passwörter sind wichtig, aber auch unbeliebt. Es gibt ganz viele Angriffe drauf. Hier sind einige gelistet. Vor allem auf den letzten will ich eingehen. Grammatikangriffe, die anderen kennen wir eh schon zu Genüge und die sind eh schon langweilig. Hier gescreenshottet, gerade vorher, darum die gute Auflösung, wie sich denn so das Internet ein gutes Passwort vorstellt. Also um quasi das stärkstmögliche Passwort zu haben, erfüllt man am besten all diese Richtlinien aus all diesen Kategorien. Also hier sieht man auch gleich mein Passwort. Passwort 1, weil das ist ja das stärkstmögliche. Ich erfülle alle Kategorien. Passwort 1. Auch sehr beliebt, die Keyboard Walks. Kann man auch sehr tolle Passwörter schauen super stark aus, sind es natürlich nicht. Aber was ist denn eigentlich heutzutage die gängige Angriffsplattform? Das sind sogenannte kontextfreie Grammatiken. Das heißt, Passwörter werden schon lange nicht mehr gebrute-forced, aber auch Dictionary Attacks sind eben schon lange out, sondern eben diese Grammatiken. Mit stochastischen kontextfreien Grammatiken fügt man dann noch eine Wahrscheinlichkeit hinein, damit man das noch besser optimieren kann. Also die Angriffssets, die man sich baut, diese Grammatiken, kann man dann auch noch bewerten, je nachdem, wie viele Treffer sie geliefert haben.
nur am Chomsky hat er eigentlich die meiste Vorarbeit dazu geleistet. Wie schaut das aus? Man definiert irgendwelche Character Classes in dieser Form. Also man gibt einfach nur an, wie schaut das Passwort aus? Die meisten hier, alle hier kennen ihre Passwörter. Wer hat ein Passwort, das ausschaut? Kleine Zeichen gefolgt von, also die irgendeinen Pattern folgen. Man hat kleine Zeichen, man hat Buchstaben, man hat ein Sonderzeichen, also zum Beispiel super secure, Dollar, 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 1, 2, 3, ist ja super sicher, weil hat alle Kategorien, aber genau auf das geht der Angriff. Man merkt sich Pattern besonders gut, also man tut sich besonders schwer, wenn man die Sonderzeichen an zufälligen Stellen hineinmischen will. Sobald es keinen Zufall mehr gibt, spielt die Entropie keine Rolle. Und unsere Bewertung von Passwortqualität findet aber über Entropie statt, die es aber nicht gibt. Daher sind Passwörter doof. Was ist die Lösung? Zertifikatsbasierte Authentifizierung, faktenbasierte IT-Security und keine Passwortrichtlinien, die mehr schaden, als sie helfen. Ja, danke. Tja, so würde ich das jetzt quasi sudern übersetzen mit Englisch rant, oder? Ja. To rant about something? Ja, sophisticated rant, ja. Du hast auch nicht deine volle 10 Minuten ausgenutzt. Möchte noch jemand dazu was kommentieren? Möchte noch jemand ebenfalls sudern? Ja. Wie sagt man, auf Badisch gibt es auch so ein schönes Sprichwort: Was wär das Läbe fad und leer, wenn's Jammere nicht so herrlich wär? Aber gut, vielen Dank. Als nächstes ist dran Thomas über self.underscore_doc_. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich bin gespannt. Okay. Okay. Also, muss ich mal hochstellen. Es spricht sich self.dunderdoc aus und die Leute, wo Python programmieren, die kennen das wahrscheinlich schon. Kurzes Intro: In Python können sich Objekte quasi selber dokumentieren. Dunderdoc sagt man da, weil dieses underscore, underscore, doc, underscore, underscore, das ist irgendwie so länglich, deshalb hat sich da Dunderdoc eingebürgert. Oder man kann auch einfach docstring sagen, damit kann sich also zum Beispiel eine Klasse selber dokumentieren. Man kann das dann auch wirklich benutzen, also das ist nicht nur so ein Kommentar, der da passiv irgendwo im Code drin steht. Man kann also einfach mit Python-Code auch dann drauf zugreifen und zum Beispiel interaktiv Hilfe bekommen. Oder man kann Doku automatisch aus dem Source-Code generieren. Oder man kann auch einfach vom eigenen Code aus auf die eigene Doku im Source-Code quasi zugreifen, wenn man damit irgendwas Sinnvolles machen will. Kann zum Beispiel so aussehen, also ich habe hier eine Klasse ordered dict und die hat also in der nächsten Zeile so ein Docstring drin, a key value mapping that remembers insert order. Und wenn man dann halt nicht weiß, was ordered dict ist, dann kann man einfach help aufrufen und dieses Objekt übergeben. Und help macht nichts anderes, als da reinzugucken und dieses Attribut dunderdoc auszulesen und das einfach auf dem Bildschirm auszugeben. Also ist was ziemlich Primitives, macht das Gleiche wie dieses Print, was da unten drunter steht. Und der Gag ist halt einfach der, man muss jetzt nicht rätseln, was das Ding macht. Also selbst wenn ich gerade kein Google habe, ich kann einfach help und Objekt machen und dann sagt mir das Objekt selber, was es macht. Okay, also so viel zu Python. Das soll jetzt aber hier keine Python-Vorlesung werden, sondern es gibt auch noch anderswo Dokumentationsprobleme, also im realen Leben. Zum Beispiel, wenn ihr auf so Konferenzen oder im Hackerspace seid oder einfach drüben ins Hackcenter reinguckt, da gibt es viele nicht persönlich bekannte Menschen und die hacken alle an irgendwas Interessantem rum, aber ihr wisst nicht was, weil es gibt keine Doku. Die gucken alle nur in ihren Laptop rein, manche haben noch irgendwie einen Aufkleber auf dem Laptop oder ein T-Shirt an oder so, aber es ist generell ein bisschen wenig. Und typischerweise sieht es dann so aus,
irgendwelche Leute tun irgendwelche Dinge oder auch so, andere vielleicht Leute tun vielleicht andere Dinge, aber ihr wisst nicht, was die alle tun und man kann es auch nicht wirklich einfach erkennen. Ja. Und ja, man kann jetzt natürlich zu jedem hinlatschen und den irgendwie anquatschen, machst du vielleicht irgendwas, was mich interessiert oder so. Aber gut, man hat da so eine gewisse Hemmschwelle, man kennt ja die Leute nicht. Die Leute, wo man kennt, von denen weiß man ja so ungefähr, was sie machen. Ja. Und selbst wenn man sich also traut, wenn man es nicht erschrocken ist, skaliert es irgendwie überhaupt nicht, wenn das mehr als 10 Leute sind. Ja, okay, so ist besser. Also das skaliert nicht. Ja. Und was kann man da machen? Ja. Und man kann es im Prinzip so machen wie im Code auch. Man macht so ein bisschen Doku. Und wie ihr das macht, könnt ihr frei selber gestalten. Also so die altmodische Methode ist, ihr nehmt einfach ein Stück Papier und schreibt ein paar Worte drauf. Vielleicht auch in Großschrift und gut lesbar. Und wenn man die großen Worte nicht versteht, kann man dann noch das Kleingedruckte lesen, wenn man will. So eine hübsche Grafik kann man auch noch dazu machen. Und das kann man, wenn man hier irgendwo auf der Couch rumhängt, ja, kann man es einfach neben sich hinlegen. Und dann müssen die Leute eigentlich anquatschen und nicht fragen, was machst denn du so, sondern können die einfach gucken, interessiert mich das vielleicht? Und dann entwickelt sich vielleicht ein Gespräch, weil wenn ihr nur da hockt und in einen Laptop reinstiert, dann entwickelt sich halt kein Gespräch oft. Es sei denn, ihr kennt die Leute schon, aber gut, dann kennt ihr sie eh schon. Ja. Wichtig ist, nur wenige Worte draufschreiben, keine Romane, weil sonst kann man das so auf die Schnelle nicht lesen. Auch groß schreiben, dass man es aus großem Abstand lesen kann. Ihr müsst nicht unbedingt draufschreiben, wo ihr Experte seid. Ihr könnt auch ein Thema draufschreiben, was euch einfach interessiert momentan und wo vielleicht jemand anders euch was dazu erzählen soll. Also das ist so in beide Richtungen so ein bisschen gedacht. Und also entweder so ein Stück Papier, wenn ihr gerade keinen Drucker zur Hand habt, könnt ihr auch einfach einen Bildschirm nehmen. Bildschirm ist allerdings unpraktisch, da wollt ihr meistens noch was anderes drauf machen. Wenn ihr einen Beamer zur Hand habt, könnt ihr es natürlich auch an die Wand werfen. Oder ein Poster mitbringen, oder ihr könnt auch irgendein T-Shirt machen, wo irgendwie groß was draufsteht. Nur so als Beispiel, habt ihr auch gerade auf Papier gesehen, ihr könnt auch eure Homepage angeben, aber halt generell nicht zu viel schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch dann der Doc oben draufschreiben, wenn ihr das so als Markenzeichen draufschreiben wollt, weil Papier liegt ja möglicherweise noch anderes rum. Und ja, das war's im Prinzip zu diesem Doku-Thema. Ein verwandtes Thema sind noch Assemblies. Ja. So auf dem Kongress zum Beispiel gibt es ja meistens so Assemblies, hier auch so ein bisschen. Da gibt es so ein ähnliches Thema, wenn man so Lokal-Assemblies macht, also Hackerspace Stuttgart, Hackerspace München, Hackerspace Berlin. Das ist meistens, hat es kein spezielles Thema, außer halt, dass es der Hackerspace ist. Das heißt, man hat da keinen richtigen Anfangspunkt, ein Gespräch zu entwickeln. Wenn ich aber eine thematische Assembly mache, aha, hier ist Python, hier sind die 3D-Drucker und hier sind die Lasercutter, ja, dann kann ich da eher hingehen und eine Frage zu Python, Lasercuttern oder sowas stellen. Ja, wenn ich zum Hackerspace Stuttgart hingehe, gut, dann kann ich allenfalls fragen, ja, wie viele Mitglieder habt denn ihr oder was macht ihr alles so, aber das ist halt sehr, sehr breit aufgestellt. Das hilft dann nicht in jedem Fall. Da liegen die Slides rum, Lizenz ist WTFPL, wer sie nicht kennt, kann sie gerne googeln, also ist eine sehr freie Lizenz und also weitersagen vielleicht, weil da könnten hier vielleicht mehr interessante Gespräche entstehen, wie wenn Leute nur vor ihrem Laptop sitzen und irgendwas vor sich hin hacken und das war's dann auch schon. Danke. Cool, danke. Ich hätte tatsächlich gerade selber noch kurz eine Frage. Findest du, oder ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass solche quasi Aushängeschilder vielleicht im Gegenteil tatsächlich den gegenteiligen Effekt haben, dass die Leute nicht mehr hingehen und tatsächlich fragen, was machst du und Gespräch anfangen, sondern dann, ah ja, okay, da steht es ja schon, gehe ich einfach weiter. Oder was meinst du? Wenn es dich nicht interessiert, ist klar, ja. Aber deshalb ist halt wichtig, dass du die Themen, die dir wichtig sind, auf den Zettel draufschreibst. Sagen wir so, wenn es natürlich 1000 Themen sind, wird es schwierig, aber halt einfach mal ein paar wichtige Themen raussuchen und wenn der an dir vorbeiläuft, sich überhaupt nicht für diese Themen interessiert, ja gut, dann will er vielleicht nicht mit dir reden. Man kann aber mit 1000 anderen Leuten dafür reden. Also ich denke, es würde helfen, weil ich denke, das geht nicht nur mir so. Ich komme schon seit vielen Jahren auf solche Veranstaltungen, aber ich kenne wahrscheinlich nur hier so 1-5% aller Leute.
Und von daher denke ich mal, wäre das ein Anfang. Und soll einfach machen, wer will. Wer es nicht will, kann auch weiter einfach so hacken. Okay, noch Fragen? Ja, da hinten. Ich wollte kurz fragen, ob du dir vorstellen könntest, das irgendwie für den kommenden Kongress mitzumachen. Also, ne, ich glaube, oftmals liegt es ja daran, dass man muss es halt einfach mal machen. Und ich könnte mir zum Beispiel voll gut vorstellen, gerade wie du das vorgestellt hast bei den Assemblies, dass man das da entsprechend thematisch mit angeben kann. Ich habe den Eindruck gehabt, gerade beim letzten Kongress hat man das ja versucht, so thematisch ein bisschen zu clustern und finde die Idee total charmant. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber genau über sowas auch schon nachgedacht habe, wie man das am besten macht mit Aufstellern oder was auch immer. Also. Ja, also beim letzten Kongress ist es mir auch aufgefallen, da wurde ein bisschen mehr Richtung thematische Assemblies Schwerpunkt gelegt. Aber früher war es eigentlich oft so, dass es so diese Grüppchen waren, die immer zusammengesessen sind. Und gerade bei so Lokalassemblies, da fand ich es halt immer ein bisschen komisch, da kannst du dich dann mit den Leuten zusammensetzen, mit denen du auch sonst vielleicht in deinem Hackerspace zusammensitzt. Aber deshalb musst du eigentlich dann nicht nach Hamburg oder Berlin oder sonst wohin unbedingt fahren. Also von daher finde ich so thematische Dinge auch besser. Und gut, da muss man dann halt einfach ein Schild irgendwie an die Wand pappen und Python draufschreiben oder 3D-Drucker. Bei manchen Sachen sieht man es ja auch dann eher, wie wenn das nur eine einzelne Person ist, weil da halt dann irgendwelche Gerätschaften rumstehen oder einer bringt eine grüne Plüsch-Python mit oder irgendwie sowas. Also das ist leichter erkennbar wie bei Einzelpersonen. Aber ja, ich sehe da schon gewisse Tendenz, müssen wir vielleicht noch ein bisschen forcieren. Aber das, was ich jetzt da gerade gesagt habe, ist ja nichts jetzt, was die Orga jetzt für euch machen muss. Ja, das könnt ihr alles selber machen. So ein Stück Papier könnt ihr einfach mitbringen, in die Laptop-Tasche packen und damit ist der Fall erledigt eigentlich. Gut. Wir sind gerade noch am Improvisieren, beziehungsweise haben gerade festgestellt, dass es schwierig wird, den Sound zu übertragen. So what exactly do you have? You have this device that... It's a demo. It's a small little exhibit. Okay, so it's a small exhibit that has also sound. Yeah. I could just hold the microphone next to it. Oh, that doesn't make sound, so it's no problem. All right. Pardon me while I Americanize this whole situation. Yeah. We just had the talk about standards. All right. Your microphone is over there. All right. Okay. Yeah. Hey, so I'm my name is Sarah Davis. I'm traveling through Europe and a friend told me that I should come to this. And I'm generally kind of a part of hacker culture back in the USA. So, yeah, it's actually pretty neat. I've never been to one of these big conferences before. So hopefully nobody will throw like fruit at me because I'm about to talk about how data science art with just data is like awful. It's not really awful, but it's incomplete. Okay, here we go with my shitty slide situation. All right, yeah, so the bullet points really aren't worth kind of talking about verbatim, but I mean, data isn't really the phenomenon itself. It's like a truncated aspect of whatever the phenomena is. And then what I see a lot of times is that phenomena is turned back into something physical. And for me, a lot is lost. The other thing is I don't know, I feel like more and more, the more things become digital, the more things feel really sterile. So I'm always trying to counteract a sterile world in some ways. So I'm part science artist, and my evolution has been that I started more from sound art and then kinetic sculpture and now more generally into science art. And blah, blah, blah. I don't know, what else is worth saying here? Yeah, actually, okay, so that is important to me. Like, the big thing with the kind of science art that I do is that I'm trying to create an experiment that makes you reconsider what you thought you learned, you know, in your lab program and physics or whatever. So
but I try to stay with the physical phenomenon. So I guess I'll show you some brief videos. Oh man, I'm just like super nervous. So there's no sound, which is a bummer. But this is the stuff I used to do, more like kinetic sculpture. And I tried, you know, not to do anything digital with motors, but to try to do the free motion. So this is just these large ferrite magnets underneath a glass dome. And then I have these smaller ferrite beads that just kind of move around like magnets, or move around like ants. And I call this fire ants. So that's like an example. Yeah, I kind of went through this phase where I was doing magnetic, free magnetic sculpture. And this is kind of similar. Oops, I probably should have. Yeah, fuck it. I'll just explain it. So, yeah, these are, again, little magnets. And basically the you know, there's like a center inductor that's powering the in that cluster, these various center magnets. And then just by low friction and proximity, that's what kind of powers the other one. So it's kind of cool to see a situation where magnets are moving without just snapping together, where they're actually just loosely coupled and affecting each other at a distance. So this is one that's relatively recent. Oops, I gotta stop the other one. That was a fail. Okay. This is gonna be totally dumb because you can't hear it. Okay, so I'm just gonna move on to the actual physical thing that I have here. And yeah, I actually will need three hands, so. Hold it or the microphone for you. Hold the microphone. Okay, so this is, these are old school liquid crystal panels. I'm gonna, okay. Old school liquid crystal panels that I recovered from, actually they're gonna throw them away because I couldn't figure out how to reverse engineer the driver, and I was like, I don't care about the driver, just give me the glass. So there's no digital or analog powering any of this. The only thing that's powered is the backlight, LED backlight. And okay, now I'm gonna need your other hand. Can you hold this, help me stabilize it, especially since I'm nervous? Okay, and like a true American, I have to like bring a gun. No, it's not really a gun. It's used to clean the static off of record players, but liquid crystals are very sensitive actually to electrostatic energy, to the point where it's almost like a macro scale microscope into seeing electrostatics. So no, I'm gonna leave the microphone in a minute here. So okay, here we go. Actually, I'll just probably yell or something. Okay, so when I squeeze this thing, it's run by a piezoelectric transducer inside. It's like featherweight. Don't worry, I didn't break it. So when I just squeeze this, you can see how the liquid crystals respond. Oops, I think I kind of did break it. Yeah, so, and then if I use, okay, so you have to hold it a little harder because I'm gonna free my hand. So then this, when I touch a pin and then I squeeze the gun, I'm kind of setting the ground path. So I'm setting the circuit path for the electrons, basically. And there aren't that many electrons because it's mostly voltage. So this is a sculpture, sort of. Yeah, so anyway, that's the deal. And if you want to demo it in person or whatever, talk to me later. And if you have questions, I guess ask me. Yeah. Thank you. Man, this is inspiring. Physical, philosophical talks, pieces of art. have you already seen all the expositions here? That was part of what was attractive to me was, I mean, because I was like, oh, well, it's also here, and I've never been here, so great, yeah. Great. We still have 4 minutes for your slot, so if somebody is still interested, has some questions, or otherwise, you can just come back later and ask her directly.
All right. Then I guess next one up is Florolf. How do you call yourself? Florolf? All right, that's it. I give you a microphone back. Und jetzt kann ich aber wieder auf Deutsch umsprechen. Oh Mann. Noch voll. So. Okay, ich bin nicht so inspirierend. Ich habe schon lange keinen Talk mehr gehalten, deswegen dachte ich, erzähle ich mal was über ein Projekt, an dem ich gerade so ab und zu in der Freizeit ein bisschen bastle. Und vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich habe mir vor einer Weile so einen Xiaomi-Staubsaugerroboter gekauft und das war noch bevor, auf dem Kongress habt ihr vielleicht den DustCloud-Talk gesehen, das war noch bevor die das alles gepublished haben, deswegen dachte ich, oh cool, irgendwie Hardware hier mit Computer und Intelligenz drin und so. Was macht man als erstes? Man schraubt es auf. Na gut, ich habe ihn tatsächlich einmal ausprobiert, aber dann direkt mal aufgeschraubt und oh, da ist irgendwie hier so ein Mikrocontroller drin, kann man da nicht irgendwie Firmware runterkratzen und so. Und habe das Ding dann direkt damit gebrickt. Genau. Nachdem der DustCloud-Talk auf dem Kongress rumkam und so ein bisschen mehr Daten dazu verfügbar waren, habe ich mir aus den Firmware-Images von denen wieder die Firmware rausgekratzt, die da wieder drauf geflasht. Am Ende funktioniert es leider immer noch nicht, weil tatsächlich in dem Microcontroller Kalibrierungsdaten drin waren, die dann halt leider verloren gegangen waren und auch Secrets, die mit dem Applikationsprozessor gegenseitig benutzt wurden für Handshakes und so weiter. Insofern dachte ich mir, okay, jetzt ist das Ding eh kaputt, dann kann man es auch als Spielzeug benutzen und habe mal angefangen, alles Mögliche zu reverse-engineeren. Und das war eigentlich die Motivation in sich schon. Retroaktiv habe ich mir das dann irgendwie gerechtfertigt mit, naja, das ist eigentlich ein relativ günstiges Stück Hardware, kostet irgendwie 300 Euro plus minus, je nachdem, ob man Glück hat oder nicht. Und ist eigentlich eine ziemlich coole Plattform, wenn man mit so Robotik spielen will. Da ist irgendwie so ein LiDAR drin, also so ein Laserdistanzsensor, hat so einen Ultraschallsensor, einen optischen Abstandssensor, einen Gyro-Accelerometer-Kombi, diverse Bumper-Sensoren, wenn das irgendwo gegen die Wand fährt und so weiter. Und dann eben auch noch diverse Mikroprozessoren, so einen Cortex-M, der die ganzen Sensor-IO und Motorkontrolle macht und einen relativ dicken All-Winner Cortex-A-Prozessor, der so Offline-Slam macht, Navigation und so weiter und auch WLAN, um eben mit der Cloud zu kommunizieren. Und schlussendlich kann es auch noch staubsaugen. Insofern kriegt man da, wenn man irgendwie so... Also wenn man sich umguckt nach so ROS-Plattformen oder so zum Spielen, wenn man da was Fertiges kaufen will, sind die schon relativ teuer. Und hier kriegt man relativ viel Sensor für relativ wenig Geld. Was ich also tun will, ist, oder was ich tue oder am Basteln bin, ist für den Mikrocontroller, der halt das ganze I.O.-Zeug macht, eine eigene Firmware zu schreiben. Dann auf diesem Allwinner Cortex-A-Prozessor ein ROS zum Laufen zu bringen. Da läuft halt aktuell gerade so ein Ubuntu-basiertes Ding von dem Hersteller von diesem Roboter. Und vielleicht, wenn man das dann alles mal zusammengestellt hat, vielleicht am Ende des Tages auch wieder was zu haben, womit ich meine Wohnung staubsaugen kann. Genau, was funktioniert gerade? Also ich habe halt hauptsächlich sehr viel rumreverse-engineert, zum einen eben an der Firmware von diesem Microcontroller, zum anderen aber auch an der Software, die auf diesem Allwinner SoC läuft. Habe dann angefangen, eine eigene Firmware zu schreiben. Habe eben aus dem Reverse-Engineering raus irgendwie die ganzen, also sowohl durch auf die Platine starren als auch Firmware auseinandernehmen, die ganzen IOs von diesem Chip verstanden und insbesondere wie die Logik damit interagiert, also was es überhaupt für Komponenten gibt, also Odometrie und so weiter. Genau, also die ganzen Sensoren kann ich eigentlich erfolgreich auslesen, kann das Ding durch die Gegend fahren lassen, habe Odometrie, man kann den Staubsauger einschalten. Auf dem Applikationsprozessor läuft jetzt statt irgendwie einem Customized Sungzi oder also Xiaomi, Allwinner, U-Boot und steinalten Linux-Kernel, die alle ziemlich zerpatcht sind, ein Mainline-Linux. Genau, die Kommunikation zwischen den beiden funktioniert über UART, also so ist es halt auf der Platine verbaut.
Was aktuell noch nicht funktioniert oder was ich noch nicht vollständig verstanden habe, ist, wie das Battery Management funktioniert. Das ist relativ kompliziert. Der hat halt so eine Ladestation, wo er hinfahren kann, und dann sind da diverse Schaltwandler auf der Platine, ein Ladekontrollregler, der an sich schon relativ viel Intelligenz hat, aber von der Firmware, soweit ich die gerade verstehe, auch nochmal auf verschiedene Arten und Weisen dynamisch zur Laufzeit umprogrammiert wird. Also da ist sehr viel Magie dabei. Die IMU, das ist so ein Bosch Accelerometer Gyro Kombi. Angeblich hat er auch ein Magnetometer laut den Marketing Sheets, das habe ich aber noch nicht gefunden. Vielleicht versteckt sich das irgendwo. Und dann entsprechende Sensor Fusion zu bauen. Das LiDAR wird, also das ist relativ datenratenintensiv, die LiDAR Geschwindigkeitskontrolle ist tatsächlich in der Originalfirmware implementiert als ein PID-Regler, der ein Linux-Kernel-Modul ist und das quasi in Echtzeit steuert, was so ein bisschen lustig ist. Da ist auch klar, in welchen Pins das alles hängt, aber man muss halt mal irgendwie was programmieren. Und ein paar von den Hardware-Details sind noch ein bisschen unklar. Ich habe da jetzt leider kein Bild von, aber es gibt einen Chip, der auf dem Ultraschallsensor drauf ist, der bei IceQuest hier direkt in den Applikationsprozessor durchgeführt ist, der einfach nur so ein Stück Kunstharzklebeblob ist. Mir ist völlig unklar, was das sein soll. Genau, also ein paar Details gibt es noch, da kann man noch ein bisschen rumbasteln. Vielleicht hat jemand selber sowas zu Hause, hat Lust daran rumzuhacken. Man kann das auch machen, ohne sich das alles zu zerbricken, wenn man weiß, was man tut im Vorhinein, bevor man es tut. Wenn das jemand interessiert, was ich in der Richtung schon gemacht habe, ich habe vorhin mal sowohl das IDA, die IDA-Datenbank zu der Mikrocontroller-Firmware als auch meinen wild durcheinander geschriebenen Notizzettel auf GitHub hochgeladen. Ich habe eine Handvoll Blogposts mal geschrieben zu diversen Aspekten davon. Genau, und wenn jemand noch irgendwie Fragen hat, entweder im IRC oder per E-Mail oder hier auf der Veranstaltung, ich sitze an dem Wok-Tisch direkt neben POC die meiste Zeit. Genau, wenn es noch Fragen gibt, gerne jetzt oder nachher. Danke. Jo, vielen Dank. Wir haben jetzt, Moment, ja genau, es sind noch ein paar, kurz 3 Minuten noch übrig für Fragen. Ansonsten ist als letztes in der Reihe Miro. Ah, ja, dich habe ich ja gestern schon gesehen, cool. Miro ist auch noch da und erzählt, ach, über QWERTY, ja natürlich. Wer hätte es gedacht, wer den Vortrag letztes Mal gesehen hat, weiß kein ungefähr. Rechner dabei, ich brauche meinen Rechner nicht, danke. Also, okay. War jemand gestern bei meinem Vortrag? 2, 3, okay, hört nicht mehr zu. Ich habe meinen Rechner nicht dabei, weil ich meinen Rechner jetzt nicht brauche, ich will eure Rechner sehen. Wer von euch benutzt Standard US Keyboard Layout? Sehr schön. Was benutzt die anderen? Also der Standard-US-Keyboard-Layout mit den QWERTY und mit allen den ASCII-Tasten, so wie wir die kennen, ist alles cool. Mit dem kann man wunderschön programmieren und auch andere Sachen, also auf Englisch schreiben. Und das funktioniert alles gut. Pokiaľ človek nezačne písať po slovensky, pretože ako náhle potrebuje nejaké znaky navyše, mekčenie dĺžne a tak ďalej, tak na to treba slovenskú klavesnicu, to je QWERTY. Tá vyzerá úplne inak, čísla sú so shiftom a... No a niektoré znaky sú zase inak. Das alles funktioniert sehr gut, solange man nicht anfängt auf Deutsch zu schreiben, weil die Umleute und scharfe S, dafür braucht man wieder die deutsche Tastatur, und aber die anderen Zeichen, die sind wieder woanders. Und bei dem scharfen S, wenn ihr jetzt auf der deutschen Tastatur scharfe S schreiben wollt, das Große, das es im Deutschen seit einem Jahr gibt, das kriegt ihr mit der standarddeutschen Tastatur auch nicht. Est-ce que quelqu'un a déjà écrit sur un clavier français? La AZERTY? Ou le M il est totalement ailleurs, le point on le fait avec un shift et les autres lettres sont aussi ailleurs. Ça c'est aussi un peu assez difficile d'écrire, mais si on veut écrire en français, ça fonctionne juste avec ce clavier. Después tenemos el teclado castellano, que es un poco diferente, con signos de exclamación y de interrogación abiertos, que son también un poco más diferentes. Česká klavesnice se velice podobá na slovenskou klavesnici, ale sú tam niektoré znaky, ktoré sú trošičke iné. Polská klaviatúra to je v ogule což iného, jak sú kresky, punkty, ogonky, což iného tam je treba tiež. Tastiera italiana, čo abbiamo visto. And we have only scratched the surface, while if we, okay, ich sollte jetzt auf Deutsch sprechen, wir haben jetzt eigentlich nur die Oberfläche angekratzt, weil wenn man sich vorstellt, wenn man nur in ein paar europäische Sprachen schreiben will, dass man wie viel
man umschalten muss zwischen den Tastaturen und jede sieht ein bisschen anders aus. Alle diese eckigen Klammern und so, das alles wandert einfach nur durch die ganze Tastatur. Und deswegen habe ich vor ein paar Jahren auf der modernen Tastatur oder auf den neuen Tastaturen im Linux und auch in anderen Betriebssystemen die Compose-Taste entdeckt. Und wenn jemand doch auf seiner Tastatur sinnvoll zwischen allen möglichen europäischen Sprachen wechseln möchte, ohne jetzt weg von der Standard-US-Tastatur umschalten möchte, ich kann das euch gerne zeigen, einfach bei Bedarf. Ihr kommt gerne zu mir. Vielen Dank. Und damit sind wir um Punkt 22.01 Uhr fertig. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Wir haben tatsächlich noch eine halbe Stunde Puffer, bevor der nächste Vortrag anfängt. Falls jemand von euch sich super motiviert fühlt und jetzt auf die Bühne kommen will, um zu sudern oder zu einem anderen Thema zu referieren, dann kann er, sie, es, intergalaktisches Wesen, gerne vorkommen und das tun. Ansonsten, wenn sich niemand motiviert fühlt, bedanke ich mich, dass ihr alle da seid, bedanke ich mich für die spontanen Referenten, die einfach so gesagt haben, hey, da gibt's ja noch was, ich komme vorbei. Und wünsche euch noch einen schönen weiteren Abend auf der GPN. Genießt es. Tschüss.